Okay, let's try something different. Hey Leute, was geht? Euer Pronix ist wieder back auf YouTube und heute spielen wir wieder einen richtig geilen Glitch für euch, und zwar ein Glitch, mit dem ihr einfach so durch Los Santos durchfliegen könnt, Leute. Und dieser Glitch ist mega geil, so einen Glitch gab es noch nie auf der PS4 und das Ganze sieht so aus, als hättet ihr irgendwie Flyhack an oder wärt Superman. Auf jeden Fall braucht ihr für diesen ganzen Glitch nur die Mission, die ich euch in die Videobeschreibung hinpacke. Auf jeden Fall müsst ihr euch dann so wie ich hier hinstellen und in dem Moment, wo dann ein Propeller kommt, müsst ihr nach vorne laufen und dann... Gerade wenn der Propeller an dieser Rampe dran ist, müsst ihr Viereck drücken, um zu springen. Und dann werdet ihr sehen, dass die Animation zum Springen einfach nicht kommt und sich euer Rucksack sofort öffnet. Also der Rucksack wird sofort angezeigt. Und dann werdet ihr schon sehen, dass ihr übelst langsam nach unten fliegt. Und jetzt könnt ihr richtig geile Sachen machen. Auf jeden Fall ist dieser Glitch ein bisschen schwierig, aber wenn ihr das 2-3 Mal hinbekommen habt, dann schafft ihr diesen Glitch auf jeden Fall öfters. Ich finde den Glitch übelst geil. Ich habe das jetzt schon ein bisschen gelernt, damit ich das fast jeden zweiten Versuch hinkriege. Auf jeden Fall hat der Ersteller hier noch was richtig Cooles hingemacht, dass man hier durch diesen Tunnel fliegen kann. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Versionen von diesem ganzen Glitch. Manchmal fliegt ihr übelst schnell nach unten, manchmal übelst langsam nach unten. Aber manchmal kann es auch sein, dass ihr nach oben fliegt, Leute, so wie ich gerade hier. Und dann könnt ihr schön so über die Brücken und dann unter die Brücken. Ich finde diesen Glitch auf jeden Fall richtig geil. Wenn ihr den Glitch genauso feiert wie ich, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.